In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie man am besten mit Zeitraffaufnahmen in iMovie arbeitet. Ich habe hier ein paar Aufnahmen vom Hamburger Hafen. Die sind in normaler Geschwindigkeit. Die füge ich zuerst meinem Projekt zu. Ich nehme hier zwei recht unterschiedliche Szenen. Um diese Szene jetzt zu beschleunigen, klicke ich hier oben auf das Tachometer und kann dann auf Schnell schalten. Dann ist automatisch zweifache Geschwindigkeit aktiviert. Die gut 11 Sekunden Aufnahme ist jetzt auf unter 6 Sekunden und der kleine Hase symbolisiert die Beschleunigung. Anhand dieses jetzt hier oben eingeblendeten Schiebereglers kann ich das Ganze noch nachregeln. Also ich bin nicht an das Zweifach-Vierfach-Raster gebunden. Nachteil daran ist, die Audiospur ist jetzt ebenfalls beschleunigt. Und deswegen regle ich die Lautstärke der Tonspur auf 0% und nehme einen Teil des Clips und ziehe ihn unter den ursprünglichen Clip. Da verwandelt er sich in einen grünen, also einen nur Audio-Clip und kann ihn in der Länge noch anpassen. Der ist jetzt wieder in der normalen Geschwindigkeit. Bei dem zweiten Clip mache ich das über das Kontextmenü. Ein Rechtsklick darauf und ich kann über Audio trennen, Ton- und Audiospur von vornherein voneinander trennen. Wenn ich jetzt die Videospur auswähle und hier ebenfalls das Kontextmenü aufrufe und Geschwindigkeitseditor einblenden anklicke, bekomme ich hier oben den Schieberegler angezeigt, mit dem ich die Geschwindigkeit des Clips ebenfalls anpassen kann. Hier ist das Audio jetzt in der normalen Geschwindigkeit und das Video ist kräftig beschleunigt. Ich habe hier noch eine weitere Aufnahme von Labsit, die ist bereits eine Zeitrafferaufnahme. Die füge ich jetzt auch hinzu. Hier benutze ich dann die Audiospur der Aufnahme mit der normalen Geschwindigkeit weiter. Das passt dann sehr gut schon. So erzeuge ich eine natürliche Atmosphäre auch bei Zeitrafferaufnahmen. Der Originalton ist in diesem Fall sehr laut, deswegen regle ich ihn hier herunter oder ich wechsle in die Tonbearbeitung und benutze hier diesen Schieberegler. So ist es auch weitaus einfacher, mehrere Spuren auf dieselbe Lautstärke zu bringen. Zu guter Letzt füge ich über den Toneffekte-Button und der Jingle-Auswahl noch eine passende Musik hinzu. Die ziehe ich nach ganz unten in den umrandeten Bereich. Der ist extra für Soundtracks vorgesehen. Dessen Vorteil ist, er passt sich in der Länge automatisch an das Filmmaterial an. Das heißt, er ist nie länger als der tatsächliche Videoclip. Mit dem grünen Anfasser kann ich hier die Lautstärke, das Ein- und Ausblenden des Sounds noch nachregeln. Wenn ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, kann ich über Bereitstellen das Ergebnis ausgeben. Vielen Dank fürs Zugucken und viel Spaß mit Ihren eigenen Aufnahmen.